glaube ich, heute anhand dieser Puppe, wie ich nachts meine kleine Tochter abhalte. Möchtest du ein Buch anschauen, ne? Ich schätze sie. Normalerweise liege ich auf dieser Seite. Ich habe hier in dem Schrank alles, was ich brauche in der Nacht. Ein Töpfchen mit einem Stoffrand, damit es nicht zu kalt ist. Dieses Töpfchen ist eine einfache Rührschüssel. Das Buch. Schau mal, ich schaue gleich mit dir das Buch an, okay? Diese Schüssel ist eine einfache Rührschüssel. Das Asia-Töpfchen wurde irgendwann definitiv zu klein, vor allem nachts. Zum Zielen. Darum habe ich diese Rührschüssel genommen und die hat auch einen Rand zum Absetzen. Gleichzeitig ist sie groß genug. Ich habe hier außerdem Klopapier für das große Geschäft morgens. Nachts macht sie nur klein. Und Tücher aus ganz normalem T-Shirt-Stoff habe ich einfach auseinandergerissen und geschnitten. Genau, sie macht nachts mittlerweile, ist sie komplett ohne Windel, untenrum auch ohne, so wie die Puppe im Prinzip auch. Und sie macht jetzt nur noch ein bis dreimal, manchmal auch gar nicht im Schlaf, Pipi. Früher hat sie eigentlich jedes Mal, wenn ich sie gestillt habe, auch gleichzeitig gepinkelt. So, das ist relativ einfach, auch ihre Zeichen zu erkennen. Also im Prinzip ist das nachts so. Die Kleine schläft hier neben mir. Das ist jetzt mal. Und gibt ein Zeichen. Sie wird in der Regel unruhig, weint ein bisschen, setzt sich auf. Ich setze mich dann hin. Greife das Törtchen, das direkt neben mir steht. Und packe es zwischen meine Beine. Ich nehme die Kleine. So und setze sie rauf. Dass sie gut in meiner Armbeuge platziert ist. Sie kann quasi so weiter schlafen oder halbwegs schlafen. Beine sind leicht gespreizt, das Töpfchen etwas angewinkelt und sie lehnt hier auch noch an meinem Körper dran. Das Töpfchen ist angewinkelt, damit der Strahl eben auch reingeht und nicht rüber geht. Gerade bei Jungs kann man manchmal sehr leicht drüber ziehen. Und ich lege sie dann ziemlich gleichzeitig an der Brust an. Wenn sie nicht muss, biegt sie sich meistens durch, zeigt das sehr deutlich an oder es kommt einfach nichts. So, dann nehme ich das Töpfchen einfach zur Seite und lege mich mit ihr wieder hin. Wenn sie muss, lasse ich sie pinkeln beim Trinken. Das dauert meistens wenige Sekunden nur und sie pinkelt los. Ich gebe gegebenenfalls mein Zeichen. Sie pullert. Ich brauche ohne Windel, ohne Höschen einfach nur das Hemd hochziehen. Das ist sehr easy. Wenn sie fertig ist, nehme ich eines der Tücher hier, tupfe sie ab, lege es zurück, lege das Töpfchen zurück und lege mich wieder mit ihr schlafen. Sie kann währenddessen weiter stillen und ich kann weiter liegen mit ihr. Also es ist eigentlich sehr entspannt und ziemlich zuverlässig. Viel Spaß beim Nachmachen!